Kleines, ganz groß. Hier sehen Sie das Petit Forêt aus dem Jahr 1930. Und schauen Sie sich diesen Wald mal genauer an. Gehen Sie von links nach rechts, gehen Sie spazieren. Was passiert in diesem Wald? Wo ist dieser Wald überhaupt? Max Ernst arbeitet hier ganz minimal und vor allem mit den einfachsten Mitteln. 1930 befindet er sich zwischen den beiden Weltkriegen, zwischen dem Ersten und zwischen dem Zweiten Großen Weltkrieg. Und die Künstler haben nicht so viel Geld. Sie müssen experimentieren. Sie müssen schauen, mit was für Materialien sie arbeiten. Und Max Ernst liebt es, die Dinge aus seinem Alltag herauszunehmen, aus seiner Umgebung und aus diesen Elementen neue Elemente zu formen. Deshalb verwendet Max Ernst für dieses Werk ganz einfach Wellpappe. Er nimmt ein kleines Stück Wellpappe und zaubert mehrere Dimensionen, mehrere Schichten nur über das Material Farbe. Schauen Sie sich diese Arbeit von der linken Seite an, sehen Sie grün. Komplementär dazu, auf der rechten Seite wirkt dieser Wald plötzlich rot. Also tauchen wir wirklich ein zwischen diese beiden starken Farben und entdecken den Wald in seiner ganzen Vielfalt. Und oben mittig in diesem Werk ein Kreis, ein großer Ball. Ist es die Sonne? Ist es der Mond? Das bleibt Ihnen überlassen. Wichtig ist wieder die Form des Kreises, auch die Form des Kopfes vielleicht, die uns mitnimmt, die unseren Blick anzieht und hineinführt in diesen Wald. Ganz spannend an dem Werk ist auch noch, wie der Wald gefasst ist, in was für einem Rahmen er sich befindet. Der Rahmen entspricht dem Stil, dem Geschmack von Max Ernst vierter Ehefrau Dorothea Tenning, die für diesen Rahmen gesorgt hat. Max Ernst ist damit Vorreiter zweier Kunstepochen, die ungefähr 30 Jahre später folgen werden. Und zwar der Arte Povera, das Arbeiten mit einfachen, mit armen Materialien und der Optical Art.